Wow, Jill, was für ein Spiel. Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Beschreibe uns deine Emotionen gerade. Müde. Nein, ja, krasses Spiel. Ich bin ein bisschen overwhelmed eigentlich. Extra Time. Aber ich dachte eigentlich schon, das wird Penalties. Aber dann schießen wir das 3:2 noch drinnen. Aber ich glaube, für die Zuschauer war es ein überragendes Spiel. Aber für uns war es schon spannend. Ja, definitiv. Es ging ja hin und her, der frühe Rückstand. Da hat man zuerst gedacht, oh, wir kommen schwierig ins Spiel rein. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ja, genau so eigentlich. Ja, wir haben nicht so richtig viel Fußball gespielt. Die waren auch nicht sehr gefährlich, nur ein langer Ball und das war eigentlich ein Tor. Ja, dann verteidigen die nur und müssen wir kreieren. Und das hat ein bisschen gedauert und dann schießen wir das 1:1. Und ja, zweite Halbzeit ein bisschen genauso. Es gab Phase für uns, es gab Phase für Arsenal. Brutales Spiel, 50-50-Spiel eigentlich auch, deswegen ist es auch in die Verlängerung gegangen. Ne? Also es ist schon Chapeau auch vor den Gegnerinnen, oder? Ja, absolut. Die haben es uns richtig schwierig gemacht. Und es ist natürlich auch Halbfinale. Also die Spiele sind auch eigentlich nie einfach. Aber heute war es schwierig, ja. Und jetzt Eindhoven, Barcelona, Champions League-Finale. Wow, oder? Das ist auch für mich neu. Das ist ein Traum. Und ich bin unglaublich, ja, glücklich, dass wir es geschafft haben. Und ich freue mich auf das Spiel. Wir uns auch. Danke dir. Pauli, Champions League-Finale, wie hört sich das an? Hört sich sehr gut an. Können wir mit leben. Also ich bin echt sprachlos noch. War ein krass spannendes Spiel. Wahnsinn, ging hin und her. Wirklich so eine Achterbahnfahrt. Und am Ende einfach nur glücklich, dass wir weiter sind. Am Ende 3:2, 119. war es, glaube ich. Ey, du bist die goldene Torschützin. Glückwunsch dazu. Du schiebst das Ding dann rein, der kommt quer. Erzähl mal, wie das abgelaufen ist. Ja, Wahnsinn. Ich kann es gar nicht fassen. Also Jule, überragende Vorarbeit, nimmt der Verteidiger den Ball ab und ich habe einfach gesehen, dass der lange Pfosten komplett blank war und bin durchgelaufen, habe einfach nur gehofft, dass sie ihn vor der Abwehr lang spielt und so war es dann letztlich auch. Habe ihn einfach irgendwie über die Linie geschoben. Aber generell muss man sagen, Wahnsinns-Teamleistung heute, was wir gemacht haben bei diesem Stadion. Es war wirklich 60.000 gefühlt gegen uns. Ein paar von uns waren auch da, aber es war wirklich eine Wahnsinnsstimmung und wir haben ja, überragend gekämpft, alles reingeworfen und sind überglücklich. Eindhoven, Barcelona, Dritter, Sechster, Champions League Finale. Hört sich gut an. Wir freuen uns darauf, auf jeden Fall. Also, das war unser Ziel, das haben wir ganz klar formuliert, schon Anfang der Saison und das auch immer wieder gepusht, auch jetzt vor dem Spiel nochmal. Wir wollen in dieses Stadion, wir wollen nach Eindhoven und jetzt ist es einfach so weit und Barcelona, Bombengegner, größer geht es eigentlich fast nicht mehr, deswegen ja, überragend und riesige Freude. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Danke. Geht schon los? Jule Brandt, wie haben Sie das Spiel heute erlebt? Yeah, it was amazing, it was Warum crazy. reden Sie Englisch? Ja, war sehr cool, cooles Spiel. Ja, ich habe wirklich sehr lange auch von außen zugeschaut und war super Spiel, habe ein paar Liniengeläufe gemacht. Ja, aber sehr cooles Spiel, coole Atmosphäre, super Stadion und jetzt Einzug ins Finale. Ist ja alles super. Alles super, wie sie sagt. Ja, wer ist denn zu Ihnen gekommen bei dem Spiel und hat gesagt, dass sie so ein richtig gutes Gefühl hat? Dass du jetzt drin bist und spielst. Oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Lena Oberdorf. Lena Oberdorf. Ja, ich wusste es nämlich. Ich wusste, dass sie was macht. Aber egal, zurück zu dir. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, so die Dribblings, die Pässe? Wie war es so? Ich glaube, Dribblings waren ganz gut. Aber immer, wenn ich dann ein paar spielen wollte, ist ja nicht so ganz angekommen. Außer einer am Schluss. Aber und das zählt ja, ne? Das zählt ganz genau. Weil das einzig Wichtige ist, wer den Assist gibt, wer das Tor macht. Ganz genau. Das ist ein Ego-Shooter hier. Wahnsinnsleistung, Wahnsinns-Teamleistung, Wahnsinnsleistung von dir. Chapeau, Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Wie schaut's in dir aus? Um ehrlich zu sein, bin ich todes im Arsch. Und habe tatsächlich auch fast gar keine Kraft mehr zu feiern. Aber eigentlich sitzt in mir, ja, ich bin mega happy, mega, mega happy. Das Spiel war brutal anstrengend, brutal hart. Es war ein Auf und Ab. Es ging hin und her. Auch hat die Tore auch so widergespiegelt in dem Fall. Ich bin auch sehr froh, dass wir nicht ins Elfmeterschießen gegangen sind, sondern dass Jule da wirklich ein hervorragendes Pressing ausgelöst hat. Und ja, Pauli dann, wie sie in Pauli-Manier ist, dann verwertet und genau.
dafür haben wir genau diese Spielerinnen. Und ich weiß, dass es extrem hart für manche Spielerinnen ist, oft auf der Bank zu sitzen. Und jetzt haben wir gesehen, wofür sie da sind. Und das freut mich so brutal, dass es nicht die immer irgendwie was entscheiden oder treffen, getroffen haben, sondern dass es genau die Spielerinnen sind, auf die wir zählen können. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Sehr, sehr stolz. Und wir stehen im Finale. Was soll ich sagen? Brutales Statement jetzt auch direkt nach dem Spiel, das so rüberzubringen. Auch dafür Chapeau. Bobby, es war eine unfassbare Kulisse hier. Rekord für UWCL-Spiele in England, über 60.000 Fans hier. Und die haben auch gut auch mal gepfiffen und so. Wie hast du es auf dem Platz wahrgenommen? Ja, das war uns schon bewusst, würde ich behaupten. Dass schwierig wird zu kommunizieren auf dem Platz, auch die eine oder andere Entscheidung oder wie auch immer da lauthals gepfiffen wird von den Engländern, glaube ich, ist völlig normal. Ich persönlich finde es sogar ganz geil, dass ein ganzes Stadion gegen einen ist oder fast das Ganze, weil unsere Fans waren auch noch mit am Start. Und da macht es aber Spaß, einfach Fußball zu spielen. Also generell, wir erleben es immer mehr, einfach in solchen Stadien, die voll sind, zu spielen. Und genau da wollen wir im Frauenfußball auch hinkommen. Und jetzt heißt es Eindhoven, Barcelona als Gegner. Und ich glaube, 3.6. ist das Champions-League-Finale an dem Samstag, Anfang Juni. Das hört sich schon von einem gut an, ne? Absolut, ja, Mann, ey, wir haben es jetzt das letzte Jahr nicht geschafft. In den letzten Jahren, wo wir oft im Finale standen, hat immer irgendwie was gefehlt. Und ich glaube, dieses Jahr sind wir an der Reihe und wir haben richtig, richtig Bock. Und ich glaube, man hat auch jetzt im Spiel oder generell in den letzten Spielen gesehen, die nicht so einfach waren, was wir reingehauen haben. Und das Schöne ist, ich finde, wir haben unsere ganze Qualität noch gar nicht ausgespielt. Und das darf im Champions-League-Finale dann passieren. Freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Tommy, Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Road to Eindhoven, wir sind dabei im Finale. Wie sieht's in dir aus? Relativ entspannt. Dadurch, dass natürlich wir das Ziel erreicht haben, ins Finale einzuziehen. Uns wirklich aufs Spiel in Eindhoven auch extrem freuen. Aber gleichzeitig natürlich heute auch ein Spiel erlebt haben, was uns von uns allen alles abverlangt hat. Und von daher sind wir extrem froh, im Finale zu stehen. Wir haben uns da durchgesetzt und viel auch gezeigt, wie wir uns stabilisiert haben über wirklich auch vielleicht ein Jahr der Zusammenarbeit. Und das macht viel Freude für den Trainer. Relativ entspannt, aber jetzt erst wahrscheinlich, weil während des Spiels, das ging hin und her, da hast du auch richtig mitgefiebert, oder? Ja, absolut, absolut. Aber mit Abpfiff war es tatsächlich so, dass ich relativ gefasst war und auch einfach genossen habe, wie die Spielerinnen jubeln. Das ist auch so ein bisschen meine Art. Es ist wirklich so, dass ich da extrem von genieße, wie die Spielerinnen dann dementsprechend auch so solche Siege feiern. Und genau da wollen wir uns hinbringen. Von daher darf die Nacht auch heute noch einen Ticken länger gehen. Freuen wir uns drauf. Schauen wir mal, was später noch passiert. Über 60.000 waren hier im Emirates. Unfassbare Atmosphäre, richtig geile Pfeifkonzerte dann auch zwischendrin dabei. Und ein Spiel, was an Werbung für den Frauenfußball nicht zu überbieten war. Würdest du das so unterschreiben? Absolut. Du hast noch einen besseren Blick gehabt wie ich. Von daher, nein, beide Spiele waren einfach total eng auf wirklich sehr, sehr hohem taktischen Niveau. Das macht richtig, richtig Freude. Und wir sind extrem froh, uns auf so einem hohen Niveau dann dementsprechend auch durchgesetzt zu haben. 3.6. samstags. Barcelona, Champions League Finale. Das ist an Vorfreude, glaube ich, jetzt schon nicht zu überbieten. Genau. Und in Eindhoven, da freue ich mich auch drauf. Stimmt, du bist ja auch da das ein oder andere Mal gewesen. Aber nochmal dazu gefragt, Champions League Finale, man hat sich das am Anfang der Saison hat man da schon drüber geredet und jetzt ist es passiert. Wie lange braucht es, um zu sacken? Ja, ich bin noch nicht fertig. Wir haben ein Finale zu spielen und natürlich ist es ein tolles Highlight für uns, genau dieses Finale zu erreichen. Aber wir wissen auch, dass da noch ein Step ist, den wir gerne erreichen wollen. Und wir wissen, das haben wir vor allem im Rückspiel letztes Jahr gesehen, dass wir auch gegen Barca richtig gute Frequenzen ins Spiel reinbekommen, um da eben auch wirklich ein Gegner zu sein, der Barca wehtun kann. Und das ist jetzt die Aufgabe. Von daher genieße ich den Jubel, genieße ich auch den Finaleinzug, dadurch ist es alles andere als Selbstverständliches, aber ich bin noch nicht fertig. Schöne Schlussworte, vielen Dank.